Brrr. Der Winter von Jahr 7 hat Einzug gehalten. Es ist schön, unser Kindlein ist gerade hier lang gewandert. Gut, willkommen im Winter. Winter von Jahr 7. Wir werden jetzt mit der Hauptstory nicht weitermachen und mit Lubos sprechen. Ich denke mal, dass wir das jetzt nicht im Winter machen müssen. Nee, die verfällt nicht. Oh, mittlerweile schon ganz schön lang hier die Quest. Wir... Da ist wieder das Brainlag. wir machen Folgendes. Wir machen erstmal natürlich unsere Verwaltung. Sprich, wir gehen in die Kräuterhütte rein. Ganz wichtig, immer zum Jahreszeitenbeginn. Da muss ich... Es tut mir leid, dass ich das auch jedes Mal so groß ankündige, dass wir das machen. Aber ich muss mir das selbst ins Gedächtnis rufen, weil ich das sonst vergesse. Genau, es ist die Oxbow-Map. Ihr habt östlich von mir gebaut. Oh, okay. Es gibt viele schöne Bauorte, glaube ich, aber wir haben uns für die Insel entschieden. So, im Winter werden Heiltränke und Gift produziert. So. Genau, und dann gucken wir mal, was wir ganz machen müssen. Wir haben eine Hütte zu reparieren. Der Feldschuppen will gerne repariert werden. Die Näherei möchte gerne repariert werden. Und das Materiallager. Da kümmern wir uns jetzt drum. Da müssen wir vorher bloß mal ganz wichtig Getreide dreschen. Und ansonsten werden wir uns jetzt im Winter wirklich mal damit auseinandersetzen, unsere Leute mal anzusprechen und mal zu gucken, ob wir vielleicht ein paar Berufe umsortieren oder ein paar Leute in den Berufen umsortieren, werden vielleicht noch eine Hütte bauen. Also wir werden uns eher im Dorf aufhalten jetzt mal im Winter und da ein paar Sachen machen. Ich wollte Getreide dreschen. Nehmen wir uns mal den Hafer. Und... den Roggen. So. Damit wir nicht gleich völlig überlastet sind, machen wir mal das Inventar nicht komplett voll. Weil interessanterweise werden die Sachen ja schwerer, nachdem sie gedroschen sind. Eigentlich müssten sie leichter werden, weil man ja immer so ein kleines bisschen Materialverlust hat. Aber dass sie schwerer werden, ist schon eigenartig. Wieso geht das bei dir so schnell? Das kann man einstellen. Das habe ich, also für, ich sag's mal, wenn ich privat spielen würde, wofür mir die Zeit fehlt, würde ich das natürlich im Standardmodus lassen. Du kannst aber Spieleinstellungen. Hier unten schnelles Handwerk und Schnellbau. Dann machst du quasi zeitlich produzierst du nur ein Produkt, auch wenn du 100 produzierst. Es ist für einen Stream einfach wesentlich angenehmer, als es die Option noch nicht gab. Entschuldigung, als es die Option noch nicht gab, haben wir halt im Stream dann auch mal eine halbe Stunde in der Küche gestanden und Kohleintopf gekocht. Finde ich auch realistisch, also ja, bei Eintopf zum Beispiel finde ich es komisch, dass man dann jede Portion einzeln kocht, weil im Endeffekt kocht man ja trotzdem einen großen Topf. Von der Seite macht auch diese Schnellproduktion wieder Sinn, ne? Aber jetzt mal zum Beispiel, wenn ich eine Axt herstelle, dann dauert das halt einen Moment. Das ist nachvollziehbar. Aber wir im Stream arbeiten wir mit Schnellproduktion und Schnellbau. Einfach um das ein bisschen hinzukriegen. So. Ja, im Winter können die Dünger so produzieren. Wir machen erstmal die Gebäude ganz. Achso, nee, erstmal tun wir noch den Flachs dreschen.
Das habe ich vergessen. Ah, da ist der schwer. Haben wir noch irgendwas, was wir dreschen müssen? Nee. Ich habe das Stroh noch nicht ausgepackt, deswegen ist mein Inventar so voll. Lachs könnte man auch eventuell nochmal landwirtschaftlich ausbauen. Gut. Aber schauen wir mal. Wir müssen ja erstmal gucken, wie wir mit unseren Arbeitern und so weiter zu Rande kommen. Wir schnappen uns ein paar Holzstämme. Auch ein bisschen hier die Lager-Dingens im Auge behalten. Wir schnappen uns etwas Stroh. So viel brauchen wir nicht, so. Und ein bisschen Stöcke. Und ich glaube, wir schnappen uns auch mal, falls vorhanden, einen neuen Hammer. Dann suchen wir mal die kaputte Hütte. Ich glaube, ich habe sie gefunden. Hallo. Hallo, Wilhelm. Ist ja mal ein normaler Name. So. Hallo. Oh, was ich gar nicht nachgeguckt habe, kamen eigentlich Patches, seitdem ich das letzte Mal gespielt habe. Mich würde ja zum Beispiel interessieren, die Familienquests zum Beispiel und die Herold-Quests hatten sie ja rausgenommen. Wäre natürlich schön, wenn die mal wieder reinkommen. So, die fangen jetzt auch gleich alle an mit Arbeiten. Das macht uns es etwas einfacher, die Gespräche zu führen, weil wir einfach die verschiedenen Betriebe ablaufen können. So, wie sieht denn das bei den Tierchen aus? Esel, der Hengst ist erwachsen geworden und die Stute. Da habe ich gelesen, da haben sie nochmal die Preise ein bisschen angepasst. Aber wirklich viel Geld geben die uns auch nicht. Aber tun wir jetzt trotzdem mal verkaufen. Ah, Hengst hätten wir auch den Älteren verkaufen können. So, Schweine. Da gab es aber dieses Jahr keinen Nachwuchs. Aber dann im Frühling ist die Sau erwachsen. Das heißt, wir bekommen wieder mehr Dung. Das ist gut. So, haben wir jetzt alle Häuser erwischt. Ja, nur noch der Materialschuppen, da gehen wir mal fix hin. Why is bread so expensive? Because of the taxes or what? Das ist ja unser Außenlager, was da defekt ist. Das könnte man natürlich auch mal auf Stufe 2 aufwerten, aber naja. Reicht uns auch auf Stufe 1. Es steht da ja nur, dass wenn wir Erze abbauen, das machen wir je nachdem, wie viel Zeit wir noch haben jetzt im Winter, denke ich mal, werden wir am Ende dann auch die noch ein bisschen Erze abbauen. Oh, Blut. Loot. Den nehmen wir mit. Wobei, hab ich den nicht schon leer gemacht? Ich kann mich irgendwie dran erinnern. Aber es wahrscheinlich, vielleicht ist es auch ein Respawn. Sehr gut. Ist ja mittlerweile einiges kaputt.
meine, der Vorteil daran aufzuwerten wäre natürlich die Sache, dass wir hier nicht so oft reparieren müssen, aber... Passt schon. So, jetzt sollten wir alle Gebäude... Jo. Jetzt haben wir hier noch so ein paar Produktionsmängel. An was fehlt's dir? Ah, jetzt habe ich wohl, weil ich das ja letztens geändert habe. Ich muss auch ganz ehrlich sein, ich glaube, wir gehen mal darauf, dass wir nur eine Fischsorte jagen. Und dann nehmen wir einfach die Hechte. Weil ich glaube, da können wir das leichter balancen, was Frischfisch und getrockneten Fisch angeht. So. Wir produzieren 15 rohen Fisch. Ja, jetzt müssten wir natürlich erstmal wieder abwarten, bis roher Fisch im Lager ist, aber da kümmern wir uns auch gleich drum. Das haben wir gerade in der Pause schon mal angesprochen, dass halt immer noch Problematik ist. Wenn nichts im Lager ist, kann man die Produktion nicht anpassen. So, gut. Da haben wir die Aufgaben erstmal erledigt. Ich würde sagen, jetzt werden wir uns mal mit unseren Einwohnern auseinandersetzen. Das machen wir jetzt zu Fuß. Ich wollte gerade sagen, wieso sieht diese Hütte da drüben so kaputt aus? Aber das war ja so ein Standardding von der Map, wo wir nichts mit anstellen können. Achso, wie ist denn das eigentlich? Haben wir immer noch zwei Schwangere? Ich glaube, das Kind wurde neu geboren. Könnte also sein, dass irgendwo ein Arbeiter fehlt. Das ist schade, dass man hier nicht sieht. Also ich sehe halt nur, dass es null ist. Ich sehe aber nicht, wann es geboren wurde. Wobei, warte mal. Nee, wenn es gerade eben erst geboren wurde, dann wäre die Stimmung anders und das Kind würde ganz unten einsortiert sein, meine ich. Wobei, nee, die sind gerade nach Namen sortiert, aber die Stimmung wäre anders. Beziehungsweise wäre die Stimmung der Eltern, würde gerade steigen, würde man sehen. So. Fangen wir mal in der Jagdhütte an, ob die auch wirklich alle gerne jagen. Wobei, da haben wir relativ wenig Optionen. Aber wir unterhalten uns mal. Unterhalten. Achso, das werde ich mir gleich mal mit Namen notieren. Weil wir werden erstmal mit allen reden und dann gucken, ob wir die Verteilung ändern können. Gryzelda. Gryzelda ist eigentlich eher beim Fischen oder Sammeln. Your husband is a lucky bastard. Da hast du völlig recht, mein Freund. Der kann sich echt glücklich schätzen. So you're taken. Ich glaube, gerade bei den Jägern wird das ein Problem werden. Hello there. So, Wieslav. Eigentlich, was wir jetzt gerade machen, Thema für später. Noch haben wir nicht so viel Animals, children, politics, work. Ich finde es schön, dass die mittlerweile so ein bisschen palabern, wenn man neben denen steht. Manchmal ist es nervig. Okay, der ist schon mal super eingeteilt, weil der ist Jäger. So long. Da können wir einen Haken dahinter setzen. Der ist am richtigen, an der richtigen Ort doing, und Stelle. Precious? So, Wolfram. Das ist mein Ehemann. Ja, bei meinem Ehemann. Das, lustigerweise kann ich mit dem jetzt darüber gar nicht mehr reden. Hier habe ich das Gefühl.
Aber bei meinem Ehemann weiß ich, dass der eigentlich lieber als Kräutersammler arbeiten würde. Das habe ich noch im Kopf. See you soon. Und Näherei Stufe 2 freigeschalten. Na, damit können wir uns auch dann nochmal auseinandersetzen. Hey, old friend. So. Fischen ist genau mal genau wie Pilze. Sie warten direkt vor deinen Augen auf. Das weiß ich natürlich nicht, aber ich gehe mal davon aus, dass wenn er sowohl Fische als auch Pilze mag, dass er auch Kräuter sammeln. Ich weiß nicht, ob es. Müssen wir mal drauf achten, aber ich glaube, für Kräuter gibt es jetzt nicht speziell nochmal. Sammeln. So, der ist aber theoretisch auch richtig eingeordnet. Ja, wie gesagt, wir werden nicht so viel Spielraum haben, dass wir großartig Leute durch die Gegend wechseln können. Gerade was Jagen und Fischen angeht. Im Handwerk unter der Landwirtschaft haben wir da vielleicht eher ein bisschen Spielraum. Oh, du bist wahrscheinlich gerade nicht in der Hütte, oder? Ja, wo bist denn du? Ah, da drüben, ich seh dich. Ah ne, du bist eine Ente. Hab ich meinen Bogen einstecken? Wo ist meine Fischerin? Hm. Steht ja eigentlich dann sonst irgendwo im Wasser rum und angelt gerade. Oh, ich glaube da hinten, weil da hinten ein Fischgebiet ist. Wir sind auch Vögel. Jetzt wäre gerade ein Fernglas ganz nice, ne? Gut, lassen wir die erstmal außen vor, die finden wir schon. Beziehungsweise wir könnten... Kann ich mir die nicht auf der Map anzeigen lassen? Ich meine, das geht. Nee, das geht nicht. Details anzeigen. Was passiert denn da? Wieso wechsle ich hier die Person, wenn ich das drücke? Ach so, sein... Hey? Freak. Aber da die schon so gut im Level ist, denke ich mal, dass das sogar passen sollte. Ach, wenn ich hier auf die Map gehe, kann ich mir die, glaube ich, anzeigen lassen, oder? Nee, das ist, glaube ich, der Marker, den ich von Hand gesetzt habe. Hm. Wir werden sie nicht finden. Okay. Gucken wir nachher vielleicht nochmal. Wie hieß das, wenn wir sie zufällig treffen? Ronis Lava. Wenn wir sie zufällig sehen. How is life treating you? So, ich mag einfach harte Arbeit, weil sie mein Blut schneller fließen lässt und meine Muskeln stählt. Ich kann sogar mit bloßen Händen arbeiten, wenn es nötig wird. Aber ich glaube, im Handwerk gibt es, glaube ich, nicht so Riesenunterschiede. Wieso wurde hier gerade kurz angezeigt, dass die Stimmung nach oben geht? Ach, weil ich mit ihr rede wahrscheinlich. Okay, ich glaube, sie ist auch in Ordnung eingeteilt. Da brauchen wir jetzt auch keine Notiz machen. One day, carpenters will be the mo- How can I help you? Alle halten mich für ruhig und sanft, dabei ist eigentlich das Gegenteil der Fall. Ich kann ziemlich gut mit der Axt und der Spitzhacke umgehen. Das überrascht viele. Okay, ah. Also, er ist wirklich gut im Abbau.
Also das stimmt. Ja, dann weiß ich noch nicht, wie ich das Gespräch da einschätzen soll. Harte Arbeit. Wie ist denn generell so deine... Oh, it's you again. Achso, du... Ja, doch, du bist in Gewinnung, aber gut aufgehoben. Du bist ja sogar schon aufgelevelt. Ich glaube, das passt bei ihr auch. I need to work on that. Ja, 3 Holzfäller mittlerweile? Holy. Ja, stimmt, wegen Feuerholz. Hello there. So. Worin bist du begabt? Es macht mir Freude, meine Gefühle auszudrücken, indem ich verschiedene Dinge herstelle. Kochen, sammeln, schmieden, nähen. Ich habe das alles schon ausprobiert. Okay, sie ist eher im Handwerk unterwegs, habe ich das Gefühl. Die gute Dagmar. Dagmara. Entschuldigung. Und auch universell. Nicht auf ein Handwerk spezialisiert. Na, dann gucken wir mal, ob wir dich vielleicht austauschen können. Machen wir mal kurz eine Klammer dahinter. Dann brauchen wir natürlich jemanden, der dafür den Holzpart übernehmen würde. Oh, wisst ihr, mit wem wir nicht gesprochen haben? Naja. Hello! So, worin bist du besonders begabt? Feldarbeit erschöpft mich ein wenig, aber meine Familie macht diese Arbeit schon seit vielen Generationen. Deshalb habe ich eine natürliche Begabung dafür. Okay, der Potzner ist fürs Feld. Ich denke mal, gerade in der Landwirtschaft können wir vielleicht ein bisschen umstrukturieren. Du arbeitest aktuell als Tierzüchter. Ich meine, XP sammelt da trotzdem. I hope our king is going to reign as long as possible. Hello there. Es macht mir nichts aus, dass die Hände schmutzig werden, Schweiß und Rücken, Feldarbeit. Okay, du bist hier richtig. How are you? Durch die Arbeit auf dem Feld habe ich mich schon immer wichtig gefühlt. Okay, du bist hier auch richtig. Oh, it's you again. Ich kann Pilze, Beeren schon aus weiter Entfernung riechen. Das Unterholz hat kein Geheimnis von mir. Außerdem bin ich ein richtig guter Fischer. Achso, du bist ja völlig falsch, habe ich das Gefühl. hast du mit irgendwas Schwierigkeiten? Ich kann nicht sagen, dass ich viel davon halte, irgendeiner Beute... Ach, das ist dann... Oh Gott, da habe ich ja bei den anderen gar nicht drauf geachtet, dass es nicht nur eine Sache gibt mit was machst du gerne, sondern auch eine Sache mit was machst du überhaupt nicht gerne. Und du würdest gerne näher an deinem Haus arbeiten. See you soon. Ja, gut, okay. Also, ja, da kann ich jetzt relativ wenig Abhilfe schaffen. Aber du bist da... Ja, gut, aber ich habe so viele Angler, Sammler, Fischer, dass... aber jetzt gut, bei dem stand zum Beispiel, dass er auch gerne Bären sammelt. Da scheint es bei den Sammlern auch nochmal Unterschiede zu geben. Interessant. Ja, Feldarbeit. So long. How is life treating you? Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob die Scheune mit zu Feldarbeit zählt. Ne? Aber wir haben zum Beispiel jetzt auch bei keinem Landwirt gelesen, dass die gerne in der Tierzucht arbeiten würden. Hello there. Fischen und Sammeln sind recht entspannte Tätigkeiten. Na super. Jagen ist nichts für mich. Okay, Jagen Good haben luck. Sie alle keinen Bock. How can I help you? Okay, kochen, schmieden, nähen. Dann würde ich sagen, bist du hier an einer guten Stelle. How can I help you? Ich mag einfach harte Arbeit, weil sie mein Blut schneller fließen lässt.
und meine Muskeln stehlt. Ich kann sogar mit bloßen Händen arbeiten, wenn es nötig wird. Okay, vielleicht können wir sie mit der Holzfällerin austauschen. Zeig dich mal. Oh, was machst du gar nicht gerne? Es ist frustrierend, die Wälder und Flussufer nach Materialien absuchen zu müssen. Okay, also das ist jetzt nicht das Problem. Wobei... Ich denke mal, das ist aber eher eine Anspielung aufs Sammeln, oder? Und nicht aufs, Holzfällen. In der Gewinnung bist du ja auch auf 3. Jetzt tue ich natürlich die XP verprasseln, ne? Mehr oder weniger, aber ich glaube, das macht durchaus Sinn, wenn wir die tauschen. Wir können ja mal gucken, ob das einen Einfluss auf die Stimmung hat, wenn wir die austauschen. Wir würden jetzt mal, die gute Adelina mit der Dagmara tauschen. Ach, bin ich doof. Oder? Nee, doch, ich hab getauscht. Gut. Und dann ist dementsprechend in der Küche ein Platz frei geworden. Nee, nicht in der Küche, sondern beim Holzfällerschuppen müsste jetzt ein Platz frei sein. Achso, dadurch, dass ich nicht gerade nochmal in die Dingens gegangen bin, ja, wird das noch nicht angezeigt. Und stecken da mal die Adelina hin. So, die hatte 46% und die andere hat 16% an Stimmung. Können wir mal gucken, ob das irgendeine Auswirkung hat. So, aber es sollte auf jeden Fall eine Auswirkung darauf haben, wie schnell die leveln und so Geschichten. So, wir gehen jetzt aber mal noch zu den Grabungsschuppen. Das sollten noch die letzten Arbeiter sein, mit denen wir noch nicht gesprochen haben. Wie ist das, Suriga? Gibt es eigentlich ein Limit an Bürgern? Jein. In der Theorie kannst du unendlich viele Bürger haben. In der Praxis kannst du das Anwerben... Also, anders. Ja, du kannst unendlich Bürger haben. Aber das Anwerben von neuen Bürgern in den Städten, in den Sammelpunkten... Das ist gerichtet nach Dynastiepunkten. Mit so und so viel Dynastiepunkten kannst du so und so viele Leute anheuern. Das heißt, du bist irgendwann Dynastiepunkte technisch an der Grenze, dass du keine neuen Bürger bekommst. Aber durch Fortpflanzung kannst du unendlich viele haben. Dann bist du eigentlich nur dadurch begrenzt, dass irgendwann das Gebäudelimit erreicht ist und du keine neuen Wohnhäuser mehr bauen kannst. Also eigentlich bist du doch... Du bist limitiert, wenn man genau drüber nachdenkt, weil du einfach irgendwann keine Häuser mehr bauen kannst. So, Punkt. Da ist natürlich die Anzahl der Bürger, die du am Ende haben kannst, danach strukturiert, wie viele Wohnhäuser hast du im Verhältnis zu Arbeitsplätzen. Müssten hier nicht Leute arbeiten? Ach Gott, die rennen hier irgendwo in der Pampa rum. Die stehen ja nicht in der Hütte rum. Oder ist schon Feierabend? Mit denen habe ich nämlich auch noch nie geredet. Da oben läuft einer. Der Wollebohr. Wo ist meine Maus? Da. Ja, du bist Wollebohr. Wollebohr ist gut eingeteilt. Ist natürlich jetzt schwierig für mich, die anderen zu finden, ne? Da ist noch einer. Hallo! Okay, Simir ist eigentlich eher ein Koch.
Der Arbeitsplatz Koch ist aber schon vergeben. Okay, ich muss mir mal kurz aufschreiben, mit wem wir jetzt noch nicht geredet haben. Nigodoma. Und Gotzimira. Okay. Ich hasse mein Internet. Zuletzt gehört, was ich zumindest... Ja, okay, um den Satz nochmal zu wiederholen. Also du bist limitiert im Sinne von, du kannst nicht unendlich Wohnhäuser bauen. Das Limit deiner Einwohner sind die Wohnhäuser, die du besitzt. So, habe ich das nochmal, glaube ich, gut zusammengefasst. Aber rein in der Theorie kannst du durch Nachwuchs unendlich Einwohner besitzen. Ich sollte mal meinen Bogen ausrüsten. Nur um auf Nummer sicher zu gehen. Ich glaube, hier waren wir letztens schon, hier liegt kein Loot rum. Oh, aber wir haben... Ich frag mich nur gerade, wen haben wir denn jetzt hier auf uns aufmerksam gemacht? Ach, das Schweinchen da. Ich habe kurz gedacht, hier sind Banditen, aber... Es war nur ein Schwein. Ja, dann würde ich ja sagen, sind meine Leute im Großen und Ganzen eigentlich echt gut zugeteilt. Was ich gut finde ist, das wusste ich noch gar nicht, wir haben ja auch direkt ein Lehmfeld, falls ich mal Lehm brauche. Warte, du bist ja in etwa in der gleichen Ecke wie wir. Hast du nicht vor uns gesagt, dass ihr östlich von mir? Also ich bin da. Da wohne ich. Ganz schönes Stück hier weggelaufen. Achso, guck mal, jetzt sehe ich hier auch meine Einwohner auf der Map. Die sind gerade auf dem Weg nach Hause, da können wir sie abfangen. Ja, geh weg, Schwein, ich habe gerade keine Zeit für dich. So, Nigodoma und Gotzimira. Oh, it's you again. Okay, der würde halt lieber ins Handwerk. Have a good day. Aber da haben wir keine Plätze frei. Ja, oh, Entschuldigung, unsere Fischerin und eine Handwerkerin haben wir noch nicht gesprochen. Ah, okay. Wie hieß unsere Fischerin? Habe ich schon wieder vergessen. Die müssen wir jetzt mal noch suchen, die zwei. Dann haben wir mit allen mal gesprochen. Ich bin nur gerade wieder zu doof. Wo sind denn meine Einwohner? Ach, hier, Verwaltung. Fischer. Da. Bronislava. Ist der erste Tag schon rum. Unfassbar, ne? Ein Hirsch.
Oh, da fällt mir ein, eigentlich könnten wir heute auch noch ein bisschen Hunter spielen. Ich meine, eigentlich ist ja heute Sonntag. Eigentlich steht ja Hunter auf dem Plan. Gucken wir mal. Ja, die Banditenlager sind random, Sasorika. Wenn du die ausgelöscht hast, tun die dann in der nächsten Jahreszeit woanders spawnen. Ja. Also ich weiß nicht, ob es auf der Map feste Banditenlager... Also, die meisten... Also, sind natürlich schon feste Spots, wo die Banditen auftauchen können. Aber es sind nicht immer alle Banditenlager besetzt, sozusagen. Also, das rotiert mit den Jahreszeiten. Ich weiß jetzt nicht, ob es hier Lager gibt, die grundsätzlich besetzt sind, weil es gibt ja auch so verlassene Gebäude. Aber wir waren ja vor uns zum Beispiel auch in so einer Ruine, in so einem verlassenen kleinen Bauernhof. Da hatten wir auch schon ein Banditenlager drin. Aber theoretisch sind die random. Und wenn du eins ausgelöscht hast, dann dauert das auch eine Weile, bis die quasi wieder nachspawnen. Mit einer neuen Map. Du meinst einen Hunter? Ja, nee, wir haben eigentlich noch die Savanne am Start. Wir haben eigentlich noch die Savanne am Start. Obwohl ich auch... Savanne ist halt so, weiß ich noch nicht. Warte mal. Oh, nee, mit dir muss ich nicht reden. Jetzt muss man erstmal kurz hier gucken. Grützelda brauchen wir auch nie. Da, mit dir wollen wir reden. How can I help you? Godzimira mag harte Arbeit. Godzimira ist also gut im Abbau. Sag ich jetzt einfach mal. Und hat gar keinen Bock für die Feldarbeit. Und du arbeitest im Bergbau. Ja, dann bist du gut aufgehoben. Also, meine Bergbauleute sind gut aufgehoben. Ach, guck mal, Bronislava, unsere Fischerin. It's you again. Ja, die ist auch gerne am Fisch. Okay. Goodbye. Ja, ich sag mal so, wir hatten jetzt nicht viel Potenzial, was durchzutauschen, aber wir haben jetzt natürlich, wir sind in der Position jetzt mittlerweile, weil unser Dorf sich ja schon gut selbst versorgt, bei neuen Arbeitern darauf zu achten, die Arbeitsplätze gut zu verteilen. Ich wollte trotzdem nochmal nachgucken, weil A, sind wir so langsam an dem Punkt, wo wir darauf achten können, wo wir unsere Leute einteilen. Und zum anderen wurde es auch in den YouTube-Kommentaren angesprochen, dass ich das bisher nicht gemacht habe. Habe ich aber auch schon drauf geantwortet. Am Anfang, finde ich, teilst du die Leute, du nimmst, was du kriegen kannst, damit du erstmal Einwohner hast. Ganz einfach. Und irgendwann kannst du dann mal anfangen, drauf zu achten, wo du die einteilst. Aber gerade am Anfang hast du nicht die Riesenauswahl. So, ja, können wir schlafen gehen. Und ich würde sagen, wir haben gerade eben die Näherei auf Stufe freigeschalten und wir haben die Scheune schon auf Stufe 2 freigeschalten, was ich noch nicht geupdatet habe. Wir gucken aber mal, haben wir Quests im Dorf? Haben wir gerade Dorfbewohner mit Quests? Nein, haben wir nicht. Schön, wie ich die Felder angelegt habe. Entschuldigung. Ich war gerade von meiner Symmetrie beeindruckt. Das Ding ist, so richtig macht es eigentlich keinen Sinn, die Gebäude aufzuwerten. Die Nähstube gibt uns eigentlich nur den Vorteil, dass wir sie nicht so oft reparieren müssen. Genauso wie die Scheune. Gut, die Scheune gibt tendenziell mehr Arbeitsplätze. Aber brauchen wir gar nicht. Wir werden wahrscheinlich eher im Frühling aus der Scheune noch jemanden rausnehmen und mit aufs Feld schicken.
Da brauchen wir jetzt noch nicht zur Hand gehen. Wir werden mal hier die Wassereimer füllen. Nein, wir machen das mal Stück für Stück, weil sonst die Prozentsätze... Das ist auch leider ein bisschen schade. Im Winter haben wir einen höheren Wasserbedarf, weil der Kräuterschuppen Tränke produzierst. Du spielst das schon eine lange. Bist du bei deinem Dorf sehr strukturiert vorgegangen? Wie meinst du das strukturiert? Im Sinne von, welche Gebäude ich zuerst baue? Oder im Sinne von, wie ich die Gebäude anordne? Also welche Gebäude ich zuerst baue, das ist natürlich primär danach gerichtet, wie ich die Gebäude freischalte. Wie ich die Gebäude anordne, das ist eher so ein Thema. Ich versuche oder habe versucht, mir von vornherein Gedanken darüber zu machen, wie mein Dorf später, wenn es fertig ist, aussieht. Wir können da gleich nochmal detailliert drauf eingehen. Ich schaffe mal schnell das Wasser weg. Weil durchaus Medieval Dynasty eins der wenigen Spiele ist, wo ich versuche, auch hübsch zu bauen. So. Und mein Gedankengang war halt einfach von Anfang an, dass wir quasi hier das Wohngebiet so rumziehen. Das wird sich natürlich nach hier hinten noch erweitern. Aber ich habe halt von Anfang an damit geplant, dass quasi hier der Dorfplatz mit Marktständen hinkommt, hier oben die Schenke hinkommt. Hier wollte ich die Herstellungsbetriebe, also das habe ich mir schon von vornherein überlegt, wo was hinkommt, damit ich mein Dorf später nicht nochmal umbauen muss. So, und habe natürlich beim Setzen der kleinen Stockhütten schon daran gedacht, dass ich die Stockhütten früher oder später auf Stein aufwerte. Das heißt, ich habe die nicht so nah aneinander gebaut, damit ich... wir haben dann, als ich die Steinhäuser freigeschalten habe, oder die, nicht die Steinhäuser, die großen Häuser freigeschalten habe, haben wir quasi angefangen, hier oben die großen Häuser zu bauen. Und immer wenn ein großes Haus fertig war, oder was heißt immer, aber wir haben jetzt langsam damit angefangen, wird eine Stockhütte abgerissen, die Leute ziehen in ein Steinhaus und dann wird dort ein neues Steinhaus gebaut, also ein großes. Aber... Ich sage jetzt mal, so eine grundsätzliche Planung hatte ich von Anfang an im Kopf. Das ändert sich dann immer noch mal so ein bisschen zwischendurch, weil man sich überlegt, ah, das Gebäude hätte ich vielleicht schon doch gerne dort. Ne? Auch, dass wir gesagt haben, wir machen die Jagdhütte und die Sammlerhütte hier in den Wald rein. Das muss ja nicht im Dorf rumstehen. Schon ein bisschen logisch. Auch die Steinhütten, die Sammlerhütten für Stein, sind hier bei der Mine mit angeordnet. Da habe ich mir schon von vornherein Gedanken drüber gemacht, ja. Was natürlich auch von der Erfahrung ein bisschen kommt, dass, ich weiß nicht, wie viele Dörfer haben wir im Stream schon gebaut? 5, 6, 7? Irgendwie sowas in dem Dreh. Also wir hatten ja auch im Tal an den verschiedensten Standorten schon Dörfer. Gefühlt sieht ein Dorf ordentlicher aus, auch wenn wir versucht haben, von Anfang an zu planen. Ja, gut. Ich bin halt auch so ein bisschen der Schachbrett-Typ. Ne? Auch bei Workers and Resources werdet ihr das ja gemerkt haben, dass ich so ein bisschen Städteplanung... Es hat sich aber eben auch etabliert. Ne? Immer versuche irgendwie so Schachbrettstädte zu bauen. Gut, hier ist die Anordnung der Gebäude an sich nicht so wichtig. Ne? Weil du nicht darauf achten musst, wie lang die Laufwege sind, weil die Laufwege theoretisch gesehen uninteressant sind. Und man ist natürlich ein bisschen an die Umgebung gebunden. Was ich nicht gemacht habe am Anfang, was ich sonst immer am Anfang vom Städtebau oder immer, was ich mir eigentlich vorgenommen habe und auch in ein, zwei Städten schon gemacht habe, Felder und Baumfelder, nenne ich es jetzt mal, Plantagen,
Kann man ja nur in einem gewissen Raster ansetzen. So, normalerweise hätte ich die Stadt an Feldern ausgerichtet, damit das richtig rechtwinklig wird. Habe ich in dem Fall vergessen. Das finde ich immer ist ein guter Start, wenn man ein neues Dorf gründet. Als allererstes, bevor man irgendwas anderes baut. Es sind noch keine Einwohner, also noch keine Hütte gebaut oder irgendwas. Man hat einen Standort gefunden, wo man seine Hütten bauen will. Wenn man wirklich, wirklich, wirklich sauber bauen will, nimmst du dir ein Feld. Ist jetzt egal, ob Pflanze oder Baum. Und richtest daran den ersten Weg im Dorf aus. So. Jetzt hast du einen Weg, wo Felder rechtwinklig dran ausgesetzt werden. Technisch gesehen, Jacke wie Hose. Der einzige Grund, das zu machen, ist fürs Late Game, wenn man dann den Dorfplatz baut und sagt, ich würde gerne ein paar Obstbäume als Deko auf dem Dorfplatz oder bei der Taverne bauen, damit das ordentlich aussieht. Das habe ich verpennt. Und wenn ich später Bäume als Deko pflanzen will, sieht das aus wie Kraut und Rüben. Weil die nicht rechtwinklig zu den Gebäuden stehen werden. Also die Felder an sich nicht rechtwinklig zu den Gebäuden stehen werden. Und das finde ich jetzt schon doof. Haben wir bislang nicht gemacht mit den Wegen, weil die Standorte, wo man die Häuser hinstellen kann, oft nicht so lieb, wie wir wollten. Da muss ich sagen, das ist aber schon viel, viel besser geworden. Irgendwann haben die mal ein Update gebracht. Ich glaube, das kam erst letztes Jahr oder war es vorletztes Jahr? Ne, letztes Jahr kam das, glaube ich. Dass die Gebäude höhere, mehr Geländeunterschied ausgleichen können beim Setzen. Das war früher richtig, richtig Mist, gerade wenn man so ein Bergdorf gebaut hat, wo man viel Geländeunebenheiten hatte, war das richtig doof zum Bauen. Da konntest du das vergessen mit gerade bauen. Da hast du gebaut, wo ein Ding hinpasst. Das war alles immer unordentlich. mittlerweile ist das eigentlich gar nicht mehr so problematisch. Also man kann die Gebäude eigentlich richtig, richtig gut setzen. Das wäre jetzt nichts, wo ich mich drüber beschwere, sozusagen. Gut, man muss natürlich von vornherein ein bisschen drauf achten, dass man vielleicht nicht unbedingt mitten im Gebirge baut. Ne? Aber ansonsten hier so gewisse Höhenunterschiede kriegst du schon ausgeglichen mit den Gebäuden. So. Ich meine, das wird dann zum Beispiel ein Thema, wenn wir ungefähr circa hier unsere Taverne bauen. Für die Taverne selbst ist das natürlich nicht das Problem, aber der Vorplatz der Taverne, wo wir Tische und Bänke platzieren, die stehen dann immer ein bisschen schief und so. Das sieht immer ein bisschen unordentlich aus dann. Aber Terraforming gibt es in dem Spiel halt nicht. So. Wir kehren mal zurück in die Verwaltung. ich sehe nämlich auch gerade, wir haben reichlich Betriebe mit fehlenden Ressourcen. Da können wir jetzt auch gleich mal noch ein bisschen... Das wird jetzt hier eher so ein bisschen die Theoriefolge auf YouTube. Sondern können jetzt hier gleich mal gucken. Okay, wir haben keine Äxte mehr. Kein Werkzeug vorhanden. Da kümmern wir uns sofort drum. Fischerhütte hat leider immer noch kein... vielleicht ist Hecht nicht das Beste. Wir sammeln halt aktuell pro Tag nur einen Hecht. Was halt die Produktion vom Fischfilet schwierig macht. Jetzt müssten wir halt warten. Oder wir müssen selber gleich mal noch ein bisschen angeln. Jetzt müssten wir halt warten.
Ich frag mich gerade, ist das Jahreszeiten gebunden? Hast du überhaupt Hechte in der Umgebung? Das ist egal. Für die NPCs ist das egal. Du könntest auch die Holzfällerhütte irgendwo in die Wüste setzen. Die bauen Holz ab. Zumindest wäre mir das neu, wenn die wirklich also es kann sein, dass ich, also okay, Moment, ich will hier nicht für keine Aussage die Hand ins Feuer legen, weil ich nur auf bisherige Erfahrungen aufbaue. Mit der Map hat sich natürlich auch ein bisschen was geändert. Vielleicht achten die Angler und die Kräutersammler mittlerweile drauf, was in der Umgebung ist. Ich will mir mal ganz kurz aufschreiben. Hecht 0,5. Ich will mal wissen, ob das jahreszeitenabhängig ist. Weil im Winter gibt es natürlich weniger Fisch. Der hat aber gesagt, genau, das ist immer dann das. Der Streamer oder die Streamerin oder die YouTuberin oder so, die haben gesagt, das ist so, also muss das so sein. Ja, ja, nein. Also ich bin hier bei weitem, auch wenn ich, keine Ahnung, ich glaube 400-500 Stunden habe mittlerweile in dem Spiel. Man kann nicht alles wissen. Und ich baue hier nur auf eigene Erfahrungen auf. Das würde mich echt mal interessieren. Da müssen wir gleich mal beim Jahreszeitenwechsel drauf achten. Ich würde das jetzt mal für die Jahreszeit noch in der Einstellung lassen. Einfach nur, um zu sehen, ob wir zum Beispiel im Frühling mehr Fisch fangen als im Sommer, im Winter. Kannst du ja mal schauen, wie die Jagdgebietverteilung aussieht. Das können wir auch gleich gucken. Wobei, Fischgebiete habe ich noch gar nicht so sehr aufgedeckt. Glaube ich. Falsche Taste. Aber das macht eigentlich keinen Unterschied. So, wir haben nämlich zum Beispiel theoretisch von dem, was ich entdeckt habe, nur einen Fisch. Ne, ist meine Fischerhütte. Sorry, falsche Dingens. Ich war noch gar nicht in der Wildtiere. So. Doch, wir haben sogar Hecht. Guck mal. Direkt vor der Fischerhütte ist eine Hecht Jagdgrund. Also theoretisch haben wir das sogar. Praktisch würde ich sagen, es macht keinen Unterschied. Das ist nur für dich als Spieler interessant eigentlich. Jetzt ist aber natürlich, wie gesagt, das Thema für mich als Spieler. Moment, wir wollen nach da. Ich hab den Jagdblick noch nicht, ne? Okay. Im Winter sind ja eigentlich gar keine Fische im See. Jetzt weiß ich nicht, ob das mittlerweile die Fischerhütte beeinflusst. Weil klar, bei der Kräuterhütte, die können halt nur nach Jahreszeit abbauen. Deswegen müssen wir da nach Jahreszeit wechseln. Jetzt könnte es natürlich sein, dass der sagt, das müssen wir mal im Auge behalten jetzt. Im Frühling gibt's mehr davon, im Sommer gibt's mehr davon, im Herbst gibt's mehr davon. Hallo Micha, grüß dich. Falsch, sonst gäbe es kein Eisangeln. Ich rede vom Spiel, Joachim. Die Fische sind ja nicht einfach weg, aber... Warte mal. Theoretisch ist ja hier ein... Theoretisch sind wir gerade mitten in dem Hecht-Dingens und ich sehe nicht einen Fisch. Also im Spiel gibt es im Winter für den Spieler, ich glaube, ich habe noch nie im Winter Fische gefunden. Nee, Marktstände habe ich noch nicht, die können wir auch noch nicht bauen. Können wir aber mal kurz gucken, wie weit wir davon weg sind. Ja, das dauert noch eine Weile. So, wir wollten jetzt erstmal Werkzeug machen, damit unsere Holzfäller wieder an den Start kommen. Da würde ich jetzt aber auch mal langsam überlegen, wie sehen denn unsere Kupferbestände so aus? Ob wir auch bei den Äxten auf Kupfer wechseln oder vielleicht sogar auf Bronze? Kupfererz haben wir noch, Kupferbarren sieht schlecht aus.
Das wollte ich den aber machen lassen. Ja, ich sag mal so, wir produzieren zwar eigenes Kupfer. Aber ich habe auch die Kupferachs-Blueprint. Nee, ehe ich jetzt den Kupferachs-Blueprint kaufe, das machen wir nicht. Oder auf was habe ich denn mein Schmied eigentlich gerade so eingestellt? Vielleicht produziert er auch Kupferachse und kommt nur nicht hinterher. Das kann natürlich auch sein. Die Verkäufer in solchen Ständen verarschen jetzt Steam? Hä? Was? Was meinst du, Mischa? Verstehe ich nicht. Wo ist meine Schmiede? So. Ach, du produzierst sogar Kupferäxte. Du kommst nur. Ach, wir haben schon auf Kupferäxte umgestellt. Ach, und ich lasse nur Zinnbarren herstellen und keine Bronzebarren, nicht Drops. Ja, das machen wir gleich mal von Hand. Die sagen bei mir immer kein Geld zurück, wenn mehr als 2 Stunden sind. Was? Ach so, meinst du das? Ah, okay. Ja, die neuen Gespräche, die ja reingekommen sind, die sind ja auch super. Wie viele Minen hast du eigentlich? Ich habe aktuell noch gar keine Mine. Ich habe 2 Grabungsschuppen. Falls du das meinst. Okay, wir müssen auf jeden Fall mal den Schmied, der muss natürlich auch Bronzebarren herstellen, sonst macht das ja gar keinen Sinn, was wir hier eingeteilt haben. Wir nehmen auf jeden Fall mal die Holzhämmer raus, die brauchen wir nicht mehr. Wir müssen ja mal ein bisschen umstrukturieren. Kupferhacken haben wir mehr als genug. Die verbrauchen sich nicht so schnell. Da gehen wir mal auf 10% runter. Ich weiß, wo eine Mine ist, der Sorika. Ich habe schon an der Mine gebaut, sozusagen. Also an der Höhle. Aber ich kann noch keine Mine platzieren. So. Also Mine, in dem Sinne habe ich eine Mine. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz hier. Wir haben aktuell, wir haben eine Produktion von Wollen wir noch kurz hier rausnehmen. So, also wir produzieren aktuell genau 1 Zinnbarren. Pro Tag. So, und wir könnten 0,5 Bronzebarren. Warte mal. Ich meine, der ist halt noch nicht sonderlich produktiv. Ja, mit dem Fisch kann man nicht allzu sehr machen, ne? Ich glaube, mit Fisch kann man... Außer den Fisch zu braten, zu räuchern, zu salzen, kann man, glaube ich, nur Fischpastete damit machen. Ich glaube, es gibt nicht sonderlich viele Gerichte, die man mit Fisch kochen kann. Ich würde mich freuen, wenn man Sushi herstellen kann. Da musst du, das andere Dynasty-Spiel spielen, das neue. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Sengoku Dynasty. Dass man hier im polnischen Mittelalter kein Sushi produzieren kann, finde ich durchaus nachvollziehbar. Also es würde halt relativ wenig Sinn ergeben.
Gibt's in Sengoku Sushi? Ich glaube, da gibt's sowas in der Richtung. Aber das ist ja quasi das japanische Mittelalter, Sengoku Dynasty. Da würde das halt eher hinpassen, sagen wir es mal so. Ob es das gibt, weiß ich nicht, aber da würde es eher hinpassen. Gab es mittlerweile auch ein paar Updates. Also da könnte man auch mal wieder weitermachen. Da würde ich jetzt vielleicht kein neues Dorf anfangen. Weil mit dem ersten Dorf, was wir da gebaut haben, waren wir ja noch gar nicht so weit. Auch ein sehr schönes Spiel. So, okay. Dann haben wir das ein kleines bisschen an. Ein paar Prozent mehr hätte ich schon gerne. Wir müssen halt mal gucken. So, das ist okay. Früher hat man den Fisch ja in den Reis gepackt und nicht auf den Reis wie heute. Ja, das kommt ja aber auch drauf an, was für Sushi du zum Beispiel isst. Das ist ja auch ein Ich kenne mich jetzt mit Sushi nicht so krass aus. Das ist auch namentlich, gibt es ja Sushi, Sumiri und keine Ahnung was. Das ist ja ein Unterschied, ob du eine Sushi-Roll hast, wo der Fisch ja im Reis ist. Oder halt, gibt ja auch das, wo es auf dem Reis drauf liegt. Also das sind ja verschiedene Arten Sushi. Maki ist der Fisch ja im Reis. Genau, ich kenne jetzt diese einzelnen Bezeichnungen. Für mich ist da einfach Oberbegriff Sushi alles. Aber es gibt ja Maki und dies und das. Also es gibt ja verschiedene Arten von Sushi. Was dann ja auch mit den Zutaten zusammenhängt. Ne? Auch ob das zum Beispiel in Seegras eingewickelt ist oder nicht. Seegras, sage ich schon. Ihr wisst, was ich meine. Algenblätter. Dankeschön. Bei Maki ist er drin. Bei Nigiri ist er drauf. Sushi war früher... Ja gut, okay, das ist ja aber bei vielen Sachen so, Joachim. Das ist ja bei vielen Sachen so. Oh, Kimchi, ey. Kimchi ist ja quasi das asiatische Sauerkraut. Was ich allerdings sehr komisch finde, sind die XP, die du für zum Beispiel Abbau, Jagd und so bekommst. Ja, ich finde, beim Jagen kriegt man zum Beispiel im Verhältnis zu wenig XP. Das dauert zu lange. Kimchi ist mir leider zu scharf. Na gut, das kommt ja auf die Zubereitung drauf an, ne? Im Endeffekt ist ja Kimchi auch nur vergorenes Gemüse. Also wie bei uns das Sauerkraut sozusagen. Kommt dann natürlich auf die Zubereitung drauf an, wie scharf oder mild du das machst. Ja, die XP-Verteilung. Aber das ist halt so, Balancing ist halt immer so ein bisschen das Schwierige, ne? So. Sorry, Leute, ich hänge jetzt hier fest. Das ist so, wenn man keine separaten YouTube-Videos aufnimmt, sondern sich nebenbei mit dem Chat unterhält. Ich wollte Äxte machen. Und hier ein bisschen rumarbeiten. Aber ich glaube, das haben wir jetzt erstmal ganz okay eingestellt. Dass wir mit den Zinnbarren und Bronzebarren, bis da die Produktion angeht, dauert natürlich ein bisschen. Deswegen werden wir jetzt gleich von Hand ein bisschen was herstellen. Und dafür... Ich renne die ganze Zeit mit dem ganzen Zeug rum. Packen wir erstmal das hier aus. Wir werden uns erstmal Metall einschmelzen im Sinne von... Wobei, Zinnbarren hat er schon 7 gemacht. Das ist okay. Haben wir den jetzt schon so lange Zinnbarren abbauen lassen? Hier stimmt doch was mit der Produktion nicht. Oder habe ich selber welche von Hand zum Start gemacht? Kavi Kupfer brauchen wir. Wir nehmen uns mal... Oh, das könnte ich gleich nochmal schauen, wie da das Verhältnis ist. Wir nehmen uns mal die Hälfte. Das werden wir erstmal Kupferbarren draus machen. Dann gucken wir direkt mal,
mache hier mal kurz alles zu. Wir haben eine Kupferproduktion von 6. Eine Kupferproduktion von 11. Die Kommazahl dahinter, die lassen wir jetzt einfach mal weg. Wir haben eine Kupferproduktion von 11, also könnten wir 5,5 Kupferbarren im selben Zeitraum herstellen. Automatisch. Und haben aktuell eine Kupferproduktion von 5,0. Das ist doch super. Das habe ich doch gut eingependelt. Ich glaube, die scharfe Paste sorgt auch für die Konservierung beim Kimchi. Sicherlich auch mit, aber die kannst du ja unterschiedlich dosieren. Also wie gesagt, Kimchi ist ja im Endeffekt das asiatische Sauerkraut, um es jetzt mal blöd auszudrücken. Man könnte jetzt auch sagen, dass unser Sauerkraut, also es ist das Pendant zum Sauerkraut. Es ist ja vergorenes Gemüse in dem Sinne. Ich weiß jetzt nicht genau, wie Sauerkraut funktioniert von der Haltbarkeit, aber natürlich sind gewisse Gewürze da auch für die Konservierung mitverantwortlich, gar keine Frage. Aber ich denke mal, du kannst da, wenn du es jetzt selber machen würdest, könntest du da mit Sicherheit im Schärfegrad variieren. So, wir lagern das mal kurz dazwischen. Warte mal kurz, für Äxte brauche ich doch bloß Stöcke. Die brauche ich ja nicht aus dem Lager holen. Wollen wir mal kurz hier sammeln. Sicher, dass es kein Schabkraut ist. Ach, diese Trolle wieder hier im Chat, ne? Ihr wisst doch genau, was ich meine. So. I could really do with a drink. Oh, das kriegen wir hin. Hallo? Kimchi wird aus Chinakohl hergestellt. Ja, unter anderem. Bei Kimchi nicht auch noch anderes Gemüse mit drin? Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Also. Ah, wir brauchen doch Holzstämme. Ja. Ich habe gedacht, für die Axt sind es Stöcke. Na, dann holen wir mal welche aus dem Lager. Holzstämme sind meine Handwerker auf jeden Fall auch gut dabei, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Wie heißt Chinakohl eigentlich in China? Das ist eine berechtigte Frage, wie ich finde. Aber vielleicht heißt dann Weißkohl bei denen übersetzt auf Deutsch Europakohl oder so. Kimchi kannst du aus vielen Gemüsen machen und für die Konservierung sorgt nur die Milchsäure. Die Gewürze sind nur für den Geschmack. Ja, siehst du. Ist ja quasi wie beim Sauerkraut. Könnten allerdings noch ein paar Äxte mehr gebrauchen, glaube ich. Wir gucken mal generell beim Werkzeug kurz mal durch. Ach, guck mal, die Knüppel hätte ich vor uns mit verkaufen können. Also Kupferhacken haben wir definitiv genug. Kupfermesser. Man könnte mal von den Steinmessern weggehen, ne? Kupfersicheln haben wir die Produktion schon ausgeschaltet. Oh, Steinmesser haben wir mehr als genug. Spitzhacken haben wir auch mehr als genug. Okay.
Wir stellen mal unseren Schmied um, würde ich sagen. Mal gucken, ich glaube, mit den vier Äxten kommen wir jetzt nicht sonderlich weit, aber wir haben jetzt erstmal vier Äxten gemacht. Ich will nochmal zum Schmied. Schmied ist Produktion. Schmied. So. Ja, du hast Kim. Da kümmere ich mich auch gleich drum. So, aber wir nehmen die Steinmesser jetzt mal komplett raus. Und das nehmen wir auch komplett raus. Und dafür würde ich jetzt gern. Ah, da müssen wir erstmal die Blueprints kaufen. Nee, auf Bronze will ich noch nicht gehen, weil wir keine zuverlässige... Bronze werden wir wahrscheinlich auch größtenteils überspringen. Weil wenn wir die Mine haben, dann können wir direkt auf Eisen gehen. Kupferhammer. Kupfermesser. Spitzhacke gibt es nicht aus Kupfer. Ja, Kupfer-Spitzhacke müssten wir... Bei Spitzhacke müssten wir auf Bronze gehen. Dann lasse ich erstmal Stein. Das ist okay. So. Wir machen jetzt Kupfermesser. Weiß ich noch nicht, ob das reicht. Werden wir sehen. Mit Holzpfeilen sich gegen aggressive Viecher verteidigen müssen, ist unfair. Nimm doch Steinpfeile. Aber warte mal, Holzpfeile gibt es ja gar nicht. Steinpfeile ist ja das Niedrigste, was es gibt. Ich glaube, ich sage mal so. Der Bogen ist da eher das Problem als der Pfeil an sich. So, bring mich mal nicht durcheinander jetzt hier. So, Kupferhämmer soll er auch mal ein bisschen produzieren. Statt der Holzhämmer. Und ein kleines bisschen Spitzhacke muss er trotzdem machen. Okay, so haben wir das. Jetzt tun wir noch ein paar Bronze. Nehmen wir uns mal die 6 Zinnbarren. Ah, wobei, wir lassen mal ein Zinnbarren im Lager. Das passt ja fabelhaft. Nehmen wir 5 Kupferbarren hier raus. Fehlt ihm natürlich die Ressource für... Ach, hätten wir auch eigentlich. Naja. Solange ich meine Eisenarmbrust, die ich gefunden habe, nutzen kann. Ach so, ja, okay. Für Armbrüste gibt es natürlich Holzbolzen. Ich muss allerdings... gestehen, dass ich in dem Spiel generell nicht gern mit der Armbrust spiele, weil die mir zu langsam ist. Ich mag lieber mit dem Bogen zu spielen. Wobei man sagen muss, dass ich dann natürlich den Recurve-Bogen bevorzuge. Also der Standardbogen ist auch einfach nur Much. Aber dafür ist es halt auch der Standardbogen. Ja, am Anfang musst du ein bisschen danach gehen, was du findest. Das stimmt.
Und wenn du schon sagst, ihr seid erst in Jahr 2, da ist natürlich die Auswahl auch noch nicht so groß. Macht der Langbogen nicht mehr Schaden? Das ist korrekt, Joachim. Der Langbogen macht mehr Schaden. Aber der Recurve-Bogen ist schneller. Und ich bevorzuge dann die schnellere Variante. Das ist Geschmackssache. Dafür fehlt uns das Sehnenmaterial. Hallo Hexe, grüß dich. Ihr seid Jahr 2. Habt ihr noch keine Nähstube? Achso, ihr habt wahrscheinlich noch kein Flachs angebaut. Ja. Und mein Recurve-Bogen gibt auch langsam den Geist auf. Da kann ich aber auch leider noch keinen selbst produzieren. Da muss ich auch aktuell kaufen oder finden. Irgendwas wollte ich vor uns mit Leder machen. Ich habe aber vergessen, was ich mit Leder machen wollte, um ehrlich zu sein. Aber es ist auch ganz schön geschmolzen, das Leder. Ich liebe den Langbogen, der kann weiter schießen. Ja. Ja, das ist dann halt Geschmackssache, ne? Wie gesagt, ich mag halt, also, ob Langbogen oder Recurve-Bogen, das ist, glaube ich, Geschmackssache. Ich spiele halt lieber mit dem Recurve-Bogen. Hatte ich noch Steinpfeile? Sieht nicht so aus. Brauchen wir auch mal ein paar neue. Ich hätte ja auch überlegt, ob wir uns Hühner zulegen für Eier und Federn. Könnte man auch mal drüber nachdenken. Ich habe mir einen Langbogen gekauft, halb so teuer wie der Recurve, und damit reicht meistens ein Kupferpfeil beim Schwein und Wolf. Ey, wie gesagt, das ist ja Geschmackssache, ne? Ich bin halt nicht so gut im Aim. Ich hab lieber Waffen, die schnell schießen. Dann ist nicht so schlimm, wenn man vorbeischießt. Ich wollte Steinpfeile herstellen. Das konnte ich meines Erachtens im Inventar... Ne, Steinpfeile musste ich auch in der Werkbank haben. Habe ich jetzt eigentlich mittlerweile... Oh, ich habe den Recurve-Bogen mittlerweile sogar freigeschalten. Für 1500. Wie viel habe ich denn aktuell? 1900. Hm. Aber irgendwie bin ich ja falsch. Ich muss dahin. Da müssen wir auch ein paar herstellen, fällt mir gerade ein. Bin ich doof? Wieso finde ich denn jetzt die Steinpfeile nicht? Ach, weil die bei Steinwaffen sind. Nee, auch nicht. Hä? Konnte ich die nicht in der Schmiede herstellen? Muss ich echt dazu in die Jagdhütte gehen? Nicht in der Schmiede? Ich bin kurz verwirrt. Müsste doch eigentlich bei Steinwaffen sein. Ne, muss ich echt in die Jagdhütte dafür. Und da können wir aber gleich mal die Materialien für Recurve-Bögen mitnehmen. Ne, Bretter brauchen wir da nicht. Thank you.
derzeit muss ich noch dem Wild hinterherrennen. Ja, ich definitiv auch. Wir haben ein bisschen überladen. So, im Frühling werden wir uns dann mal drum kümmern, mit der Quest weiterzumachen. Ich würde allerdings gleich nochmal in die Stadt hinterreiten. Nicht in die Hauptstadt, sondern in die kleine Stadt, was es an neuen NPCs gibt. Ein zweiter Schmied wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Auf der anderen Seite kommen wir dann mit der Rohstoffproduktion wahrscheinlich nicht hinterher. Ich könnte aber auch noch über einen dritten Grabungsschuppen nachdenken. Wäre auch nicht verkehrt. What shall I be doing in here, boss? I'm starting to feel guilty that I don't do anything. Nobody gave me any assignments, but still. Fräulein, ich hab dir Aufgaben gegeben. Du sollst jagen gehen. Wenn du das nicht machst... Weil die Jägerhütte, wie gesagt, die finde ich sowieso. Die haben sie ein bisschen zu sehr genervt. Jetzt mit 3 Jägern geht's. Einen 4. Jäger könnten wir auch noch nehmen. Ich weiß bloß gar nicht, wie es bei mir punktetechnisch aussieht, ob ich aktuell überhaupt Leute dazu holen kann. Was wurde da geändert? Ich finde, die Jäger sind schwächer geworden. Die haben dich früher so krass mit Fleisch zugeworfen. Die sammeln kaum noch Fleisch, finde ich. Also selbst bei Dörfern, die dreimal so groß waren wie das, was ich jetzt habe, haben 2 Jäger vollkommen ausgereicht, um für genug Fleisch zu sorgen. Das ist definitiv nicht mehr so. Auch Leder. Ich muss jetzt... Also in der Version ist man gezwungen, selber jagen zu gehen, weil es die Jäger selbst nicht schaffen, den Bedarf zu besorgen am Anfang. Ist natürlich auch so eine Geschichte von, umso höher die im Level sind, umso mehr Produktion haben die natürlich. Gar keine Frage. Aber die Anfangsgeschichte, da sind die schon ein bisschen schwächer geworden, was das angeht. Gut, Unterschied zwischen Single und Multiplayer. Ja, Moment. Ich bin aber im Solo-Modus. Also die neue Map kann man ja sowohl im Solo-Modus als auch im Multiplayer-Modus starten. Ich bin im Solo-Modus. Das sollte dann ja einen Unterschied machen. Von daher sollte das Balancing... Okay, wenn es im Multiplayer anders gebalanced ist, ist das ja eine ganz andere Geschichte, ne? Das ist ja wieder... Aber ich bin ja im Singleplayer. Und da haben sie halt am Balancing geschraubt. Ich find's okay, wenn im Balancing geschraubt wird, ne? Ich fand die Jäger immer zu übertrieben gut. Weil die Jäger massiv produziert haben. Und was auch noch dazu kommt, die Jäger haben massiv schnell gelevelt. Ne? Auch die XP, die die Jäger mittlerweile machen, haben sie auch gefühlt verringert. Jäger Stufe 1 ist meh, ab Stufe 2 wird's besser. Meinst du die Jagdhütte Kagato? Da habe ich schon Jagdhütte 2. Die ist jetzt aktuell noch nicht voll besetzt, aber ja, klar. Umso mehr Arbeiter du hast, umso besser wird's. Und natürlich, wobei die Jagdhütte an sich macht da ja keinen Unterschied. Du könntest ja auch 2 Jagdhütten Stufe 1 bauen. Das ist ja gleichwertig wie eine Jagdhütte Stufe 2. Das Level der Jäger an sich ist das Ausschlaggebende. Ein Jäger mit Level 4 fängt natürlich wesentlich mehr oder hat eine höhere Produktion als ein Jäger mit Level 3. Also da tut sich das über die Zeit. Über die Zeit werden die ja auch massiv besser. Guck mal, die sind schon Level 4. Was rede ich damit? Die leveln langsamer. Die haben schon gut gelevelt. Okay. Aber wenn du Multiplayer bist, hast du einen, der auch immer gerne jagen geht. Ja, okay. Da von der Seite gesehen ist Sorika klar. Ja, das ist, also wenn du selber jagen gehst, ist Fleisch- und Lederversorgung gar kein Problem, weil da kriegst du echt genug. Das ist nicht das Thema.
Aber ich will ja meine Dörfer darauf auslegen, dass sie selbstversorgend sind. Da muss ich wiederum sagen, finde ich es gut, dass sie die Köche gebufft haben. Da habe ich gar kein Problem, dass mein Koch das Dorf versorgt. Das hatte ich früher immer. Ich hatte immer das Problem, dass die Köche irgendwann mit der Produktion nicht mehr, gerade wenn die halt auf Level 3 sind und langsam produzieren. Ich musste immer selber zwischendurch Sachen herstellen in der Küche. Das muss ich jetzt gefühlt gar nicht mehr. Na, die Hütte hat keinen Einfluss auf die Produktion, Kagato. Also, müsste ich ausprobieren. Man müsste jetzt eine Jagdhütte Stufe 1 und eine Jagdhütte Stufe 2 haben und mal einen und denselben Mitarbeiter reinsetzen und sich die Produktion angucken. Aber ich glaube, die Qualität der Hütte hat da keinen Einfluss drauf. Da geht es nur um die XP oder um das Level der Arbeiter. Esel, wie viel tragen die? Das kommt drauf an, ob du eine Satteltasche oder was für eine Größe Satteltasche du reingepackt hast. Ich weiß gar nicht, ob es mittlerweile einen Unterschied zwischen Esel und Pferden gibt, was die Traglast angeht. Das finde ich aber auch gut. Das haben sie ja auch mal aufgeteilt. Früher war ja für Esel und Pferde dasselbe Gebäude, also der Stall, als die Esel dann eingeführt wurden. Was für mich halt wenig Sinn gemacht hat, weil es halt keinen Unterschied macht, welches Tier du holst. So, da hätten wir Abbau, Jagd, Abbau. Ach, schade, ich hätte gern jemanden mit Produktion gehabt, um ehrlich zu sein. Du vielleicht? Nee. Hello. I don't get why some people don't. Okay, der geht gerne jagen, das ist schon mal gut. I could eat them all the time. Hey, hand me a fish wine and I'll give it a try. How is life treating you? Okay, sie wäre halt eine gute Verkäuferin, das brauchen wir jetzt aber nicht. Travelers of this realm are drawn to the bonfires of moss. Myself included. Okay, du wärst gut im Abbau. Wenn ich euch beide dazu holen kann, wäre das super. Warte mal, hier war doch noch eine Jägerin. Sie. How do you do? Gehst du auch gerne jagen? I'm an experienced traveler, but a shy one. I only travel. Ja, sie würde auch nicht gerne jagen, okay. Ja, ist jetzt die Frage, ne? Ja, ich würde lieber einen Jäger erstmal nehmen. So, kann ich überhaupt? Jo, cool. Tragkraft ist derzeit das Hauptproblem. Ja, es ist. Also, ich sag mal, es macht Sinn, relativ zügig sich Rucksäcke und sowas zu kaufen. Was können denn Esel gerade tragen? Ich habe Pferd, Standard 20 Kilo. Kann ich gleich mal nachgucken, Micha? Mal kurz hier Wohnraum zuteilen. Und Arbeitsplatz. Nee, Moment. Doch, Arbeitsplatz. Aber wieso kriege ich hier nicht die Gebäudeauswahl, sondern die... Ach doch. Ich bin einfach nur lost. Alles gut. Ah, fällt uns ja sowieso dem nächsten Jäger weg. Oder eine Jägerin, besser gesagt. Esel. Ich wollte nicht aufsteigen, ich drops. Was macht denn die große Satteltasche? 45 Kilo.
Also macht der Esel 30 Kilo. Oh, da haben sie das echt angepasst. Oder macht der Sattel auch Tragkraft? Nee. Esel trägt 30 Kilo. Ja, das ist auch das, was Sinn macht. Dass der Esel ein bisschen mehr trägt und dafür langsamer ist. Und das Pferd weniger trägt, dafür aber schneller ist. Ich meine, das war nicht von Anfang an so. Aber da kann ich mich auch täuschen. Es kann nur sein, dass das von Anfang an so war. Aber das war dann halt so ein bisschen so dieser Quatsch, dass du aber für beides dasselbe Gebäude gebraucht hast, was du ja relativ spät bekommst. Und ich fand das gut, dass sie das dann aufgeteilt haben und man den Eselstall quasi bekommt, bevor man den Pferdestall bekommt. Dass man die schon eher nutzen kann als Reittier. We'll work for food and water and some firewood and a roof over my head. How can I help you? Damn. Am I too demanding? There's nothing like the crackling. Oh, sehr gut. Sie wäre für den Abbau. Ich hätte zwar gerne noch einen zweiten Schmied gehabt, aber wenn wir sie mitnehmen können. How are all those candies? Für dich habe ich bloß noch keine Arbeit. Da müssen wir uns dann nochmal drum kümmern. Können wir vielleicht sogar noch schnell machen. Dann bauen wir noch eine dritte Schürfhütte. Die geht ja auch relativ schnell zu bauen. Das schaffen wir noch diese Jahreszeit. Müssen wir uns aber jetzt dann trotzdem dran halten. Mal... wieder Wohnhäuser zu bauen. Wir werden wohl im Frühling uns mehr aufs Bauen versetzen. Beziehungsweise erstmal müssen wir natürlich ins Dorf Sachen verkaufen. Weil ich jetzt mein ganzes Geld ausgegeben habe für Blueprints. Und wir müssen Steuern bezahlen. Aber ansonsten Hütten bauen. Wir brauchen Wohnraum. Wenn ich überlege, dass ich allein in den ersten Jägerstufen an die 100 Elche jagen muss zum Level. Ja, das finde ich auch. Also deswegen jage ich auch nicht gerne in dem Spiel. Ich hänge da immer hinterher, was Jagdhütten, Kräuterhütten und sowas angeht. Weil ich immer keine Jägerpunkte sammle. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich in die falsche Richtung geritten bin. Ne, da ist mein Dorf. Ich schalte die Gebäude immer super spät frei, weil ich keine Punkte sammle in dem Bereich. Jagen selber liebe ich, aber das Leveln. Ja, da gibt es zu wenig Punkte für. Was aber übrigens hilft, was ich aber auch immer nicht mache, ich weiß aber, dass das hilft, um schneller an Punkte in dem Bereich zu kommen, ist Fallen aufstellen. Und Abbau sind hunderte Bäume und Erze. Naja gut, aber das brauchst du ja gerade am Anfang eh. Und du musst bedenken, dass die NPCs, die arbeiten, für dich mitleveln. Also nicht deine Fähigkeiten, aber die Gebäudefreischaltung. Da zählt die Produktion von den Arbeitern mit. Seems like I forgot about food. Again. Ich habe nichts zu essen einstecken. Ich weiß, habe ich was einstecken? Jetzt habe ich vor uns ausgepackt, ne? Das heißt, also am Anfang sieht das halt übelst krass aus, wenn ich jetzt sage, zum Beispiel bei Bautechnik. Wir haben jetzt 2000 Punkte und das Materiallager gibt es erst bei 10.000 oder die Mine bei 5.000. Am Anfang sieht das immer so unerreichbar aus, aber umso mehr NPCs du hast, umso schneller levelst du in den Bereichen. Auch Landwirtschaft. So, das ist halt... Oh, aber wir haben den Stall fast voll. Aber ich brauche den Fersch. Das geht halt wirklich zügig dann irgendwann. Oder Produktion. Produktion geht dann meistens am schnellsten, weil man da auch Produktion und Landwirtschaft, weil man da die meisten NPCs einteilt.
Wobei, ich würde sagen, statistisch, also rein von der Einteilung der NPCs, ich habe 3 Holzfäller und 4 Bergarbeiter aktuell. Also das sind 7 NPCs, die für mich Bautechnikpunkte sammeln. Das geht dann schon relativ zügig. Ja, ja, du hast Hunger und Durst, ich weiß. Aber ich würde gern die Hütte noch schnell bauen. Keine Ahnung, wie viel ich brauche. Wir nehmen mal 30. Steine müssten 8 reichen. Ich finde es auch cool, dass Tiere keine Litwa-Säulen mehr sind. Ja, gut, aber das ist ja schon. Achso, du meinst jetzt, dass man die zur Seite schieben kann? Ja, okay. Ja, das war manchmal echt ärgerlich. Weil ich wollte gerade sagen, die bewegt haben die sich ja eigentlich schon immer, oder? Rüberspringen geht jetzt auch besser. Ah, cool. Habe ich so noch nicht getestet, weil ich da nicht so das Problem mit habe. Wie habe ich das eigentlich bei den anderen eingestellt? Also bei den anderen lasse ich noch ein bisschen Kalkstein mitsammeln, stimmt. Ja, können wir eigentlich auch hier so. Wir machen mal die Einstellung gleich, das passt. Hauptsächlich wollen wir eh erstmal Kupfer, aber. Hier würde ich mir ja auch was wünschen, dass man das in 10er Schritten direkt machen kann, aber leider auch mit Shift oder so geht das nicht. Gut, dann alle haben Wohnraum, alle haben Arbeit. Ich verabschiede mich auf YouTube. Vielen Dank fürs Zuschauen. Beim nächsten Mal geht's weiter. Nicht mit Hunger, sondern damit, dass wir unsere Steuern bezahlen müssen und wir wieder im Frühling sind. Ja, Quest wird dann im Frühling wahrscheinlich auch nichts, weil wir uns doch durchaus erstmal mit dem Bau von Häusern beschäftigen werden, glaube ich. Eins oder zwei, je nachdem, was die Rohstoffe hergeben. Also, wir sehen uns wieder. Wenn ihr Bock habt, lasst mir gerne einen Kommentar und ein Like da. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. I can't recall the taste of